Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire. Und jetzt denkt ihr vielleicht, hä? Empire mit Facecam, wie geht das denn? Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es eine kleine Special-Folge. Erstmal mit Arabella. Hallo. Hallo. Einfach hallo, voll gelangweilt. Hallo. Auf jeden Fall, liebe Freunde, machen wir heute mal eine kleine Special-Folge. Also kein Roleplay, wir spielen einfach eine Runde Hide and Seek auf meinem Grundstück. Ich gegen Arabella. Und Arabella, bist du schon versteckt? Schon möglich. Okay, und das heißt, heute darf ich Arabella mal niederknüppeln, Leute. Das heißt, wenn ich sie sehe, darf ich sie mit dem Diamantschwert einfach niederschlagen. Und ich würde sagen, ich suche zweimal, du suchst zweimal. Ich komme jetzt einfach und werde dich finden. Wir haben uns natürlich wieder, also Arabella heißt in Realität auch Arabella. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall bist du richtig klein, ne? Du hast dich so klein, ja, wie es geht, gemacht. Und ich bin gespannt. Ich spiele ja sonst immer Hide and Seek mit Ilja. Und den finde ich immer nach einer Minute. Mal sehen, ob das bei dir so ist. Auf jeden Fall, mein Grundstück ist ja nicht riesig. Aber es gibt trotzdem bestimmt ein paar Ecken und Kanten, wo ich noch nie war. So. Okay, in einem Haus bist du schon mal nicht. Auf jeden Fall, Leute. Morgen geht es ganz normal bei Empire weiter. Ich dachte mir heute einfach mal, eine kleine Special-Folge kann man mal machen. Okay, draußen bist du schon mal nicht. Draußen bist du schon mal nicht. Und ich bin ins Wasser gefallen. So. Und ohne Mist, unsere Katze hier drin, die dreht so... Junge, was ist denn mit der los? Die macht Geräusche wie so ein fetter Geist. Es ist unnormal. Hast du mich schon gesehen? Vielleicht. Och man, ey, diese dummen Spielchen. So. Ich bin jetzt unten in der Grotte. Ich wette, du bist hier. Ach, diese Katze geht mir so auf den Sack. Hallo? Bist du vielleicht im Bierkeller? Yeah! Hä, warum stirbst du nicht? Hä? Was? Du triffst mich halt einfach nicht. Ich hau achtmal mit einem Diamantschwert auf dich drauf. Du hast keine Rüstung. Wie kann man so lange überleben? Das geht überhaupt nicht. Du hast mich nicht getroffen. Hä? Du hast mich nicht getroffen. Klar, hab ich dich getroffen. Ja, nee, hast du nicht? Das hat doch jeder gesehen, dass ich getroffen habe. Ja, egal, ja. Ich würde sagen, du suchst jetzt mal. Ich habe dich eigentlich zu mir teleportiert. Ah, da bist du. Ja. Okay. So, meine lieben Freunde, jetzt werde ich mich verstecken. Und warum... Guck mal meine Hand an. Egal. So, du zählst auf der Brücke. Du brauchst nicht zählen. Ich sag dir einfach gleich, wenn du kommen kannst. Oder obwohl, zähl einfach mal bis 10 jetzt. Okay. 1. Ich hab wirklich so ein dummes Versteck, Alter. Wenn ich... Ja, ich muss lachen. Oh Gott. 3. Ach, keins, komm. Okay. Ob das mal auffällt, gespannt. Leute? Ob das auffällt? Willst du mir einen Tipp geben? Nee, ich gebe dir überhaupt keinen Tipp, weil wenn ich dir einen Tipp gebe, dann findest du direkt raus. Aber es ist auf jeden Fall richtig dumm. Krümel hat mich gehauen. Ich dachte schon, du hast sie geschlagen. Ja, aber mich gestern hier voll schnauzen. Die Katze schlagen. Ich habe die Katze nicht gehauen, die Katze hat mich gehauen. Ich habe mich einfach gekratzt, als ich hier nicht vorbeigelaufen bin, okay? Okay. Ich wette, du chillst irgendwo in der Treppe oder so. Denkst du? Ja. Oder oben. Nee, oben bin ich nicht. Sicher? Vielleicht bin ich auch woanders. Also vielleicht bin ich auch bei Revi im Haus. Ja, ich dachte, wir spielen auf deinem Grundstück. Ach, das war ein Spaß. Ich dachte gerade, ich sehe deinen Namen, aber das ist von Krümel der Name. Du kannst meinen Namen gar nicht sehen, du hast sie ausgemacht. Ja, deswegen ja. Wo bist du gerade? Ah, du bist unten, ne? Vielleicht. Jetzt bist du irgendwo runtergefallen. Das stimmt gar nicht. Nö, das stimmt nicht. Katze gewesen. Oh, wo bin ich? Wetten, du hast dich genau an derselben Stelle versteckt wie ich. Denkst du? Ach, da unten bist du? Nee, da unten bin ich nicht. Ich hab, ohne Mist, Leute, das ist doch eigentlich ein geiles Versteck. Ey, das ist so gemein. Es ist so geil. Wette, du bist... Okay. Okay. Nee, ich bin immer noch... Ich bin richtig schlecht in Hide and Seek. Also, ich habe dich noch nicht gesehen. Das ist schon mal gut. So viel gibt's ja nicht mehr, wo du dich verstecken kannst. Willst du's Versteck wechseln? Vielleicht habe ich mein Versteck schon gewechselt, aber... Vielleicht habe ich mein Versteck schon gewechselt. Oh, jetzt wird sie frech. Wo bin ich? Arabella. Und Leute, nein, ihr kennt Arabella nicht. Es schreiben immer wieder 100 Leute. Ist das Honeyball? Nein. Nein, bin ich nicht. Wo bist denn du, Alter? Du warst doch noch nicht einmal hier. Ja, ich guck gerade.
Kann ich mir was einfallen? Warst du noch nicht oben? Ich war ganz oben. Ja, ganz oben, aber. Ja, aber halt so die mittlere. Ich habe jetzt. Aber unten so im Schlafbereich draußen. Warst du noch nicht, oder? Das versteckt. Als ob du dich jetzt da versteckt hast. Das wäre so offensichtlich. Wie offensichtlich? Ja, wenn du jetzt da wärst. Wo denn? Ja, bestimmt bei Luna. Nee, bin ich nicht. Weißt du nicht? Nee. Hallo. Du lügst. Laufen Sie! Ja, musst du. Das ist gemein. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch weggerannt. Tja, wo bin ich hingerannt? Als ob die so. Hä, ich hab von Anfang an gesagt, wir schlagen uns tot, wenn wir uns sehen. Guck mal, ach hier hinten so. an der Treppe. Hinter dir. Nee, hinter dir. Hinter dir. Oh Mann, das ist so. Ich sehe einfach gar nichts. Komm jetzt her. Ah! Kriegst du mehr Schaden? Wo bist du? Bist du jetzt hoch? Was auch? Ich bin nicht hochgelaufen. Ich bin nicht hochgelaufen. Okay. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, man macht ja wirklich so richtig. Jetzt schlag mich doch nicht. Ein Schlag noch. Als ob du mir genauso viel Schaden machst, gefühlt. Wo zur Hölle? Wo sneakst du schon wieder? Das ist doch. Nein! Das war richtig. Oh also mein Gott. Es ist so richtig ein Sieg für dumme Leute, wirklich. Es ist gerade so dumm gewesen. Egal. Gut, ich würde sagen, ich suche dich noch einmal. Gib mir mal das Schwert. Und ich gebe dir jetzt nur 10 Sekunden Zeit, dich zu verstecken. Ab, ab. Jetzt 10. Ja, renn auch mal 9, raus. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ich komme. Und Leute, falls ihr euch übrigens denkt, warum macht denn der jetzt Hide and Seek und kein Roleplay? Ich brauchte einfach mal eine Folge normal Empire. Also kein Roleplay. Es geht jetzt auch wieder die Woche weiter. Ich muss nämlich jetzt. Wenn ihr das Video seht, bin ich gerade am Vorproduzieren, weil ich am Dienstag nach Köln fahre. Das heißt, ich muss richtig lange vorproduzieren. Deswegen dachte ich mir mal, eine Folge Special gönne ich mir mal. So, ich komme, ne? Mhm. Okay. Okay, pass auf, ich finde dich jetzt in Rekordzeit. Aber sowas von. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Okay. In der Grotte bist du nicht. Ich wette, du bist einfach wieder hinten im Bier-Dings. Ja, wer weiß, wer weiß. Okay, bist du nicht. Sonst hättest du anders reagiert. Weil ich kann, mittlerweile bin ich so weit, dass ich die Reaktion. Nee, da bin ich so weit, dass ich die Reaktion meiner Gegenspieler perfekt auswendig kann, was, ob sie lügen oder nicht. Ich so viele Runden Hide and Seek schon gespielt. So, okay, ich weiß, wo du bist. Wo denn? Nicht unten. Ist das so? Mann, diese Katze, Alter. Vielleicht bin ich auch einfach nur gewechselt. Was geht ab, Rudi? Nee, bist du nicht. Fuck, mir fällt gerade was ein. Warte. Ich hab nämlich noch gar nicht draußen geguckt. Vielleicht bist du bei Pippi. Nein, bist du nicht. Vielleicht bist du bei... Wo bist du? Okay. Wo bin ich? Dann kannst du nur oben sein. Ist das so? Ja, das ist so. Leute. Hallo Luna. Ach, ist nicht Luna nicht ein schöner Name, du? Okay, dann weiß ich, wo du bist. Wo denn? Übrigens, Leute, Moritis ist im Moment weg. Kommt aber bald wieder. Warum? Der hat irgendwie Bock auf. Ich hau mal kurz ab und so. Ich häng fest. Das ist classic. Ich hänge wirklich fest. Ich muss kurz den Game-Mod geben. Ich hänge fest. Jetzt nicht mehr. Wo ich bin? Mhm. Weiß nicht, wo bist du? Versteckt? Vielleicht bist du hier? Nein! Wow, One-Hit! One-Hit-Girls! Da will ich was Geiles draus machen. Nee, ich mach was richtig Dummes daraus. Hä? Als ob, die ganze Zeit 5 Schläge und jetzt mache ich so einen One-Hit. Aber das Versteck war gut. Das war wirklich danke. Gut. Pass auf, ich teleportiere dich jetzt noch einmal zu mir, dann verstecke ich mich noch einmal. Du darfst jetzt auch ab jetzt bis 10 zählen. Und guck einfach nach unten auf den Boden. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin versteckt. 8. Okay.
Ich wette, du chillst irgendwo draußen. Denkst du? Ja. Ich glaube, ich habe dich gerade essen gehört. Ja, ich esse auch gerade und ich sehe auch gerade, wie du ums Haus gelaufen bist. Schön, dann bist du auf jeden Fall hier in der Nähe. Denkst du? Vielleicht bin ich auch gerade reingerannt. Jetzt sehe ich gerade, wie du im Feld guckst. Jetzt rennst du wieder ums Haus. Jetzt gehst du auf die Brücke. Hör doch auf, ey. Jetzt gehst du wieder ums Haus. Oder du bist irgendwie... Sieht man das im Feld? Ich bin nicht im Feld. Weil dann... Nee, ich bin nicht im Feld. Wirklich? Ich bin nicht im Feld. Wenn du mich anlügst, hau ich dich. Oh, du haust mich sowieso, wenn du mich findest. Ja, siehst du? Das ist eine Lose-Lose-Situation. Oh Mann. Du musst irgendwo draußen sein. Oder? Ich bin so schlecht in dem Spiel, ne? Los, es geht nicht jetzt! Okay, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Ich bin bei Pippi. Oh, das... Also, ich bin bei Pippi in der Nähe. Vielleicht bin ich bei Pippi, vielleicht bin ich auch bei ihr im Stall. Aber auf jeden Fall bin ich so, ich sag mal, 3 Meter vom Stall, entweder im Stall oder vom Stall entfernt. Herrn, bist du bestimmt irgendwo hier. Oh mein Gott. Ich glaube nämlich, den Trick, den kennst du noch nicht. Das ist gemein. Wo bin ich? Wo bin ich? Das ich sehe dich. Schön, dass du mich siehst. Jetzt stehst du gerade vor Pippi, guckst nach oben. Wo zur Hölle? Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ja, egal. Ich gebe dir gleich einen neuen Tipp. Okay, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ich bin bei Pippi im Stall. Okay. Hä? Stehst du auf ihr? Bist du auf ihr? Nee. 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 Hä? Hä? Jetzt stehst du fast neben mir. Hä? Ich glaube, den Trick kenne ich echt noch nicht. Das ist gemein. Hä? Denk doch jetzt mal logisch, wenn du neben mir stehst. Du stehst gerade genau neben mir. Hä, bist du hier? Das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, ich raff's nicht, sorry. Ich glaube, okay. Ich bin dumm. Okay. Hallo? Als ob du in dem Wasser bist. Hallo? Liegst. Hallo? Als ob das funktioniert. Ah! Oh nein, ich will nicht Pipi hauen. Warte, bitte, das geh raus, komm. Oh nein, ich habe irgendwas gedrückt. Was Pippi. Gut, ich würde sagen, ich habe gewonnen, meine lieben Freunde. Sie hat mich nicht geschafft zu töten. Das ist so gemein, das ist so gemein. Warum ist es gemein? Nö. Weil es gemein ist. Wie sie mir hinterher rennt. Guck mal, diese kleine Dings da, Troller da. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war mal eine kleine andere Folge Empire. Ein kleines Special. Morgen geht's ganz normal weiter. Ich brauchte einfach mal einen Tag ohne Roleplay. Also, wie sieht das denn eigentlich aus? Ich auf dem Pferd gerade. Boah, sieht richtig komisch aus. Ciao, 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 ciao.